Es gibt Altstädte, die nichts anderes mehr sind als gutgehende Andenkenläden, wo clevere Schelme die Hand aufhalten und ernten, wo sie nicht gesät haben. Den hochgesteckten Rahmen ihrer Vorfahren, diesen gebauten Anspruch der Plätze und Paläste, den können sie nur mit knallbunten Geranien füllen, mit Sonnenschirmen und mit gelben Plastikstühlchen, aber nicht mit geistiger Substanz. Und dann gibt es einige Altstädte, die das Wort alt gar nicht kennen, weil sie leben wie am ersten Tag, weil da die Häuser keine leeren Hüllen sind, kein Bühnenbild aus besseren Tagen, sondern weil hier Menschen wohnen, essen, schlafen, arbeiten, weil die Funktion noch stimmt, die Nutzung des Gehäuses. Und weil es noch den Anspruch gibt, die Haltung, diese geistige Herausforderung, die Gestalt und Qualität überhaupt erst möglich machen. Eichstätt ist so ein seltener Glücksfall. Bischofssitz, seit 1200 Jahren völlig niedergebrannt im Dreißigjährigen Krieg, von drei großen italienischen Barockarchitekten wieder aufgebaut, zu einer prächtigen geistlichen Residenzstadt mit einer Fülle grandioser Raum- und Platzwirkungen rings um den Dom des heiligen Willibald. Das große Bauvolumen der monumentalen römischen Paläste ist heute noch wie damals vom Bischof genutzt und von den kirchlichen Institutionen oder vom Staat, dessen Verwaltungsbehörden der kleinen Stadt glücklicherweise bis zum heutigen Tag erhalten blieben, oder von der neu errichteten Universität. Bald 3000 junge Studenten in einer kleinen Stadt von etwa 12.000 Einwohnern, das zählt und prägt, das ist ein ungeheures Lebenselixier. Eichstätt ist ein Glücksfall. Nicht nur, dass es die 300 Jahre alten kostbaren Hüllen nützen und ausfüllen kann, es hat auch die Kraft, der alten gebauten Qualität eine neue hinzuzufügen. Eichstätt ist ein Mekka moderner deutscher Architektur geworden. Wer sehen will, wie ein auf- und neu gebautes Deutschland aussehen hätte können, der prüfe das in Eichstätt nach. Denn in Eichstätt baut Karl Josef Schattner, der Baumeister des Bischofs, auf einem leider einsamen Niveau in diesem Lande und das seit 26 Jahren. Mit dem Neubau der Pädagogischen Hochschule fing es 1957 an. Fünf strenge, klare Kuben sind locker und behutsam an den Hofgarten und an die alte bischöfliche Sommerresidenz herangerückt. Uns waren die Verknüpfung, der Maßstab und die Zurückhaltung des Neuen wichtiger, als uns mit unserer Architektur vorzudrängen, sagt Karl-Josef Schattner heute zu seinem ersten Bau in Eichstätt. Damals war er Anfang 30 und es war das also frühe Weisheit. Denn die 60er Jahre sind forsch und protzig aufgetreten. Im Umgang mit der alten Bausubstanz waren sie nicht eben zimperlich. Mit dem nächsten Bau beginnt die lange Serie der großen Lehrstücke des bischöflichen Baumeisters. Der Umbau der alten Domdechantei in ein modernes Verwaltungsgebäude für das bischöfliche Ordinariat 1965-66. Schattners erster intensiver Umgang mit alter Bausubstanz. Die äußere, gemauerte Hülle des Gebäudes blieb erhalten. Sie war von so hoher städtebaulicher Qualität und Bedeutung für den Platz davor, da gab es keine Frage. Drinnen aber stand eine neue Lösung an für einen neuen Zweck. Das neue, eingeschobene Tor kündigt es von draußen bereits an, dass sich im Innern etwas getan hat. Und dann steht man in einem vorzüglichen, leicht und logisch aufgestellten, durchsichtigen Treppenhaus aus Beton. Neue Lösung, neue Konstruktion. Das hieß und heißt für den Baumeister Schattner auch immer neue Formen. Eins ist ja vom anderen nicht zu trennen. Und neu heißt hier auch immer mit den Mitteln unserer Zeit. Das heißt, hier wird nicht mit Beton barock gezaubert, hier wird aber auch nicht großspurig geklotzt. Es sind leider wenig Architekten, die so streng, so diszipliniert, so maßvoll mit dem Beton umgehen wie Karl-Josef Schattner. Er behandelt dieses verführerische Material wie ein Gestein mit den gleichen klaren, unumstößlichen Gesetzen und nicht als plastischen Wackelpudding, den man in alle x-beliebigen Keks- und Kuchenformen stürzen kann. Und genauso ernsthaft wird mit konsequenter Logik und mit der Präzision des Uhrmachers der Stahl behandelt. Eine Kultur der Strenge, die im Industrieland Deutschland leider so äußerst selten anzutreffen ist. Wir neigen
so sehr zum Aufgeplusterten, zum Auftrumpfen und zum Imponieren, ob das Lampen oder Kleiderbügel sind, ob Kuchengabeln oder Haustürgriffe, ein Wust an Schnörkeln und Theaterdonner, gepresst, gedroschen und gehämmert. Man hat uns den Stahl hierzulande regelrecht verdorben. Und dabei hatte es um die Jahrhundertwende und vor allem in den 20er Jahren noch so verheißungsvoll in Deutschland angefangen, mit Stahl bei Möbeln und in der Architektur. Heute muss man nach Italien gehen, um wieder ein Gespür zu bekommen, wie delikat und kostbar man dieses Material behandeln und gestalten könnte. Und dort hat sich auch der Architekt Schattner umgesehen und sein Gefühl geschult. Er liebt den Stahl und er benutzt ihn, weil er alle seine neuen Einbauten so leicht und schlank und luftig wie nur möglich halten will. Denn das ist sein Prinzip. Aus solchen Überlegungen entstand auch diese klassisch schöne Treppe in der umgebauten Domdekantei, filigran und durchsichtig steht sie auf einem glatten Pyramidenstumpf aus Solnhofer Jurakalk, leicht wie angelehnt. Aus der vorgegebenen Platznot entstand ein Gewinn an Form und an Gestalt und an präziser Führung. Eine andere Treppe im gleichen umgebauten Haus zeigt eindringlich wie ein Modell, wie Schattner bei seinen Umbauten das Alte mit dem Neuen konfrontiert. Da war im alten barocken Treppenhaus ein neuer Übergang nötig, um einen früher gefangenen Raum neu zu erschließen. Natürlich hätte man die alten Holzbaluster nachschnitzen können, um den neuen Übergang damit zu tarnen, zu kaschieren. Aber genau das will Schattner eben nicht. Er will kein Bühnenbild und keine Maskerade so tun, als wäre es immer so gewesen. Er will Ehrlichkeit und er will zeigen, ohne sich zu schämen, wo musste ich eingreifen, was ist neu? Und so wird deutlich, auch für den unerfahrenen Laien, hier wurde die alte Balustrade geöffnet und eine neue Brücke, ein Steg, darüber gelegt. Mit Absicht wird da Luft und Zwischenraum gelassen. Das neue Geländer berührt weder die alte Mauer noch die alte Balustrade. Das Neue wirkt so leicht, als könnte man es jederzeit wieder herausheben. Aber dazu wäre es zu schade. Denn das Neue ist ganz einfach viel zu schön gemacht, mit ganz anderen Mitteln und ganz anderen Materialien, aber eben schön. Qualität mit 300 Jahren Unterschied, aber Qualität auf gleichem Fuße und daher glaubwürdig ein echtes neues Ganzes. Den Schatz des Hauses, seinen Hinterhof, hat Schattner mit einem seiner Lieblingsmotive noch einmal durchgestaltet. Er hat die Wände mit Spalierlatten belegt und wilden Wein und Glycinen gepflanzt. Das verbindet die alten Mauern und die neuen. Architektur ist primär Ordnung, sagt er, und Ordnung schafft auch das Spalier. Beim Bau der neuen theologischen Fachbibliothek wurde ein Hinterhof zu einem neuen öffentlichen Platz geöffnet. Dabei blieb ein sehr schönes Renaissanceportal sozusagen übrig, das vorher in einer Mauer gesteckt hatte. Man hätte es ins Museum abschleppen können, man entschied sich aber, es in der alten Umgebung zu belassen. Es dient jetzt dazu, einer geforderten neuen Fluchttreppe aus der Bibliothek ein Gesicht zu geben. Die Sandsteinstücke des Portals sind durch eine Stahlkonstruktion neu verklammert. Auch hier wird nicht gemogelt, sondern deutlich gezeigt, Schrauben, Träger, Stützen, so war das Portal früher auch von der Mauer gehalten worden. Die Treppe selbst zeigt wieder Schattners souveränen Umgang mit Beton. Zwei senkrecht aufgestellte Rechteckscheiben mit Stahlbändern gefasst, bilden den Raum. Die Stufen sind geteilt, die beiden leicht gewordenen Hälften sind wieder mit schwarzem Stahlband eingefasst. Von der Mauer abgerückt liegen sie auf einer schmalen Schräge, das Ganze wirkt wie spielerisch zusammengestellt, fast schweben, fliegen diese Stufen. Beton so leicht und schwerelos, das ist in Deutschland leider fast nie so verstanden worden. Eine Fluchttreppe, nichts weiter. Und trotzdem ist auch sie wieder ein räumliches Ereignis geworden. Keine Verlegenheitslösung, sondern eben ganz einfach Architektur. Der Neubau eines Bürogebäudes der Universität 1978 bis 80 entstanden, mitten in einer Altstadtstraße, macht noch einmal den Abstand deutlich zu unserer üblichen klotzigen und klobigen grauen Schwergewichtsbauerei in Beton.
Hier ist am Alten gemessen worden, sehr genau. Schattner und seine Mitarbeiter Jörg Hohmeier und Gerold Richter haben die ganze Straße aufgezeichnet und analysiert. Und so ist hier das Herbe und Geschlossene der alten Jurahäuser, die rassige Wucht ihrer tonnenschweren Kalkplattendächer auf ein modernes Haus, auf ein modernes Baumaterial übertragen worden. Sogar das Dach ist mit schweren, rauen Betondachsteinen gedeckt, ungefärbt und im steinigen Klang der unwiederholbaren alten Plattendächer möglichst nahe zu kommen. Ein Haus aus zwei hintereinander versetzten quadratischen Würfeln, dazwischen eingespannt wie ein Gelenk das große Glasprisma des offenen Treppenhauses. Das Treppenhaus verbindet die versetzten Ebenen der beiden Hauswürfel. So hat man Raum gespart. Das Podest der Treppe ist bereits ein Teil des Flurs. Die Treppe führt leicht und filigran um eine weiß gestrichene, ausgehöhlte Scheibe aus Beton. Man muss nach Mailand und Verona gehen, um solchen spielerischen, eleganten Umgang mit Stahl und Glas und mit Beton wiederzufinden. Und trotzdem sitzt das Haus mit seinem klaren Umriss, mit dem geneigten, schweren Dach, mit dem erdfarbenlasierten Beton, mit der vom Schalungsmuster gegliederten und belebten Oberfläche ganz selbstverständlich in der alten Häuserzeile. Geschlossenheit und Nachbarschaft, ohne sich anzubiedern, ohne sich auf alt zu schminken, ohne das wahre Alter zu verleugnen. Und doch ist das Wesen der alten Jurahäuser eingefangen. Die ganze Kraft der Wand, die diesen steinernen Bauten eigen war, wie kaum noch einem zweiten Haustyp in der deutschen Hauslandschaft. Die scharf geschnittenen Fenster und ihr Rhythmus, die Spannung der spitz gestellten Glasscheiben, die tiefen Schlitze an der Brüstung, das steigert diese Wucht der Wand, als wäre sie aus Fels geschlagen. Etwas abseits der Stadt thront auf einem langen Felssporn in einer Altmühlschleife die Willibaldsburg, die Festung der Eichstätter Bischöfe. Nach der Säkularisation verschleudert, dann als Steinbruch ausgebeutet, kaufte der Staat die demolierte Ruine endlich zurück und versah sie mit einem Dach. 1973 kam an Schattner der Auftrag, in den ausgeweideten Bau ein Jura-Museum hineinzubauen. Von Glück für uns war vielleicht, dass wir sehr wenig Geld hatten, nur 800.000 Mark, sagt Schattner heute. Es konnte also keine große Verführung geben, sich in formale Abenteuer zu stürzen oder eine komplette Wiederherstellung anzustreben. Das Konzept stand schnell fest. Nur kleinere Fehlstellen konnte man ausbessern, heruntergebrochenen Stuck zu Ende restaurieren, die mächtigen, zerschlagenen und verschacherten Gewölbe der großen Säle aber wieder zu schließen, das war eben einfach nicht möglich. Das Mauerwerk wurde gefestigt und wieder verputzt, die Bruchstellen aber wurden nicht begradigt oder wegretuschiert, sie wurden nur verschlemmt mit Farbe, sind weiter aber deutlich sichtbar. Die Spuren der Geschichte des Bauwerks sind nicht verwischt. Über den Narben spannt sich heute eine neu eingezogene Felderdecke aus Beton. Die mächtige Raumhöhe von 5,5 Metern erlaubte es, Emporen einzuziehen, eine Möglichkeit, die Schattner immer wieder nutzt, um das Angebot an Raum zu erweitern. Diese Emporen aus mattschwarz gestrichenem Stahl vergrößern die Ausstellungsflächen und ermöglichen die logische Führungslinie, die jedes Museum braucht. Sie sind aber klar getrennt von der alten Raumschale. Den historischen Räumen ihre Luft zu lassen, ihre Würde, ihre Proportionen, sie nicht zu verletzen, zu teilen und zu zerstückeln, das ist Schattners oberstes Gebot, auch wenn das neue Raumprogramm meist ganz andere, viel mehr Forderungen stellt. Das Vorbild dieser Architektur liegt eindeutig in Italien.
Die ganz entscheidenden Strukturen hier in der Stadt haben italienische Architekten gemacht, vor 250 Jahren. Sie haben aber auch was Italienisches. Sie haben so eine südländische Klarheit und Exaktheit, wie man es halt in Italien sieht, bei moderner Architektur, auch im Umgang mit alter Bausubstanz. Haben Sie so ein gewisses Faible nach Italien? Ja, selbstverständlich. Italien liegt so wunderbar vor der Tür bei uns. Und wir schauen natürlich immer wieder nach Italien. Ich habe sehr oft nach Italien geschaut. Ich habe vor allen Dingen, das ist kein Geheimnis, den Carlo Scarpa sehr verehrt. Vor vielen Jahren schon habe ich seine Scaliger-Burg in Verona, dieses sehr schöne Museum, das Sie sicher kennen, angeschaut. Und habe immer wieder mit Begeisterung die Dinge gesehen, die dort in Italien passieren. Die Italiener haben eben doch dieses sinnliche Verhältnis zur Architektur, das uns jetzt ein klein wenig abgeht mit unserer intellektuellen Art, Architektur zu sehen. Und das ist vielleicht dann so faszinierend, dass man es vielleicht auch ein wenig neidig manchmal anschaut, was die Italiener machen. Naja, aber Sie haben es also wirklich hier in Eichstätt x-mal vorgeführt. Ich finde zum Beispiel, wie Sie eben diesen Kontrast bringen, alt und neu. Sie lassen das Alte fast unangetastet oder steigen es noch umso mehr, weil Sie es mit ganz präzisen Mitteln konfrontieren mit dem, was Sie da dazustellen. Ich meine zum Beispiel eben, wenn Sie gegen ein Bruchsteinmauerwerk einen Stahl stellen oder genau zeigen, wo die Konstruktion liegt, was Sie neu hinzugefügt haben. Sie machen sogar einen kleinen Abstand immer dazu. Das ist bewusst. Ja, selbstverständlich. Das ist, ich habe das früher immer die Nahtstelle genannt. Und eigentlich jetzt zuerst in letzter Zeit verwende ich lieber den Begriff von der Schichtung. Wir haben uns ja darüber neulich unterhalten. Die Architektur kennt ja dieses Problem der Schichtung, diese verschiedenen Schichten, die in der Architektur stecken. Und gerade wenn alte und neue Architektur zusammenkommt, an einem Gebäude zum Beispiel, dann ist es hochinteressant und sicherlich dient es sowohl dem Alten wie auch dem Neuen, wenn man diese verschiedenen Schichten voneinander trennt und sie wie ein anatomisches Präparat, wenn man so will, seziert und die Schichten freilegt. Und das ist ein Konzept, mit dem ich arbeite und das ist ein Konzept, das ich versuche, eigentlich konsequent durchzuhalten, weil ich glaube, dass auch historische Dinge durch das Hinzufügen von neuen Dingen an Qualität und an Bewusstsein für den Einzelnen an Wert zunehmen, wenn ich das so sagen darf. Das ist am besten erklärt, wenn Sie neben eine barocke Kommode eine Imitation stellen würden, vor allen Dingen eine sehr gute Imitation, dann würden Sie das Original abwerten. Sie werten es umso mehr ab, als umso mehr die Imitation besser wird, weil Sie nämlich dann das Original nicht mehr von der Imitation unterscheiden können. Deshalb meine ich, dass das der richtige Weg ist. Aber darüber wird natürlich gestritten. Sie haben auch vorgeführt, dass gute Architektur nur dann entstehen kann, wenn man sich bis ins letzte Detail kümmert und nichts durchgehen lässt. Das, was man also bei vielen, vielen unserer Neubauten vermisst, dass es im Plan, im Grundriss vielleicht alles sehr, sehr gut gelöst ist, aber dann irgendwann lasst es nach. Und wenn dann die Griffe nicht mehr stimmen und wenn etwas, was bei Ihnen immer besonders schön ist, jede Treppe ist eine Kostbarkeit, die Sie bauen, und gerade halt, weil sie bis zum Handlauf stimmt und bis zum Belag, der da drauf kommt, bis zur Fassung des Betons oder der Struktur, die Sie dem Beton geben. Das ist schon auch ein Credo von Ihnen. Ich möchte das insofern vielleicht noch ergänzen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich glaube, dass ein gewissenhafter, guter Architekt heute eigentlich nicht umhinkommt, mit dem guten Detail die Qualität seiner Architektur einfach zu umschreiben und zu beschreiben. Ich glaube, dass das Detail, dass Architektur immer vom Detail gelebt hat, dass Architektur immer bis ins Detail hinein verfolgt, ob es jetzt nur barocke Architektur ist oder moderne Architektur.
Und das fällt mir immer so besonders auf, wenn alte Bauten heute restauriert werden. Sie bekommen zum Beispiel neue Fenster. Dann ist es einfach nicht damit getan, wenn man dem Fenster nur eine Sprosse gibt. Sondern ist das Profil an der Sprosse, das Profil am Stock und all das. Wenn ich also das Gebäude wirklich ernsthaft restaurieren will, dann muss ich es bis in das letzte Profil, bis in das letzte Detail hinein verfolgen. Das ist, und so ist es auch mit der modernen Architektur. Das hängt eigentlich alles zusammen. Das können Sie nicht voneinander trennen. Verraten Sie mal noch etwas von Ihren... Ich habe gerade gesagt, Sie bauen so schöne Treppen. Es ist Ihnen wichtig, wie man einen Raum betritt, wie man durch einen Raum durchgeht und wie man in die nächste Raumhöhe kommt, ins nächste Geschoss. Das, haben Sie das schon mitgebracht oder ist Ihnen das hier in der Konfrontation mit den barocken Architekten? Das hat mich eigentlich immer fasziniert. Der Raum, meine Architektur ist ja primär Raum, Raumkunst und Raumgestaltung. Und dieses Durchdringen des Raumes, das ist ja nur, eigentlich nur mit der Treppe möglich, dass ich also eigentlich diese dritte Dimension durchdringe, dass ich aus wechselnden Standpunkten den Raum erlebe, das ist ja das Phänomen der Treppe überhaupt, das dann auch noch formal in den Griff zu bekommen, das finde ich für jeden, das war für Architekten immer faszinierend und ist, glaube ich, auch heute für viele Architekten eine Faszination, nicht nur für mich. An vielen Bauten Schattners und seiner Bauhütte, wie er scherzhaft seine langjährigen erprobten Mitarbeiter nennt, sieht man etwas, das die moderne deutsche Architektur leider ganz aus den Augen gelassen hat, das aber früher gang und gäbe war, vor allem in der einmal südländisch heiter genannten bayerischen Baukunst früherer Jahrhunderte, den gebauten Scherz, den heiteren, manchmal auch spöttischen Schlenker, der dem Bierernst unserer Tage nur selten noch gelingt. Die gläserne Nase mit der sichtbaren alten Turmuhr ist so ein Gusto-Stückchen für die Augen. Einfach die Lust eines Einfalls, freundliches Zeichen, dass hier Architekten mit Spieltrieb und mit Fantasie am Reißbrett saßen. Ein Zeichen von Menschlichkeit und Nähe, vielleicht ist es gerade das, was heute fehlt. Der Kipfenberger Speicher, der gewaltige alte Kornspeicher des Fürstbischofs, wurde 1977 bis 1982 zu einem Diözesanmuseum umgebaut. Das neue Treppenhaus zeigt diesmal den voll ausgekosteten Kontrast zu den wuchtigen Bruchsteinmauern des Speichers. Wieder läuft die Treppe frei vor den Wänden, zeigt deutlich, dass sie neu eingeschoben ist, hebt sich durch glatte, helle Brüstungen von der rauen Mauer ab. Das seitlich indirekt strahlende Licht bringt den Abstand noch einmal zur Geltung, zeigt im Kontrast das Neue in dem alten Raum. Am Ende der Treppe eine Eisentür mit spielerisch aufgesetzter Riegelkonstruktion, eine Tür wie zu einer Schatzkammer im Märchen aus ganz ordinärem Industrieblech und mit Fertigteilen unserer technischen Welt. Wieder ein spielerisches Zeichen, dass ein Museumsbesuch auch heiter sein könnte. Drinnen, in den Schatzkammern, zeigt sich ein Museum ohne Staub. Die Dokumente der Geschichte sind unaufdringlich, aber lesbar, mit der Formensprache unserer Zeit konfrontiert. Da ist die schwierige Rettung des mächtigen alten Dachstuhls, dessen Stützen im vorigen Jahrhundert abgesägt worden waren. Den verstümmelten Dachstuhl wollte Schattner zunächst entfernen, dann tat es ihm doch leid, weil er Atmosphäre hatte und besondere Qualität. Auch die Geschichte des Kornspeichers war deutlich nachvollziehbar. Also erfand man einen Unterzug aus Stahl mit einem aufgehängten Schuh, in den der alte Balkenfuß hineingeschlüpft ist. Auch der frühere Abbruch von Gewölben wird nicht getarnt. Die Brüche der Jahrhunderte, der ständige Wechsel von Nutzungen des alten Hauses in der Abfolge der Generationen, die sie schon überdauert haben, das ist genauso Dokument wie zufällig erhaltene Bilder oder Bischofsstäbe. Auch hier sind die Pulttafeln für Beschriftungen und die Vitrinen und alle an Drahtzügen hängenden Stellwände von den Architekten selbst entworfen.
Der aus Brandschutzgründen erzwungene Einbau von neuen Betondecken wird nicht verschwiegen, denn die Böden haben Kleinsteinpflaster aus Granit mit kostbar wirkenden Streifen aus poliertem Sollenhofer Kalkstein erhalten, kein aufgeklebtes Holzparkett. Schattner verwendet den Sollenhofer Plattenkalk, den Hausstein sozusagen des Altmühltals, das dort anstehende traditionelle Baumaterial, wo immer das nur möglich ist. Aber er tut das ohne falsche Heimattümelei. Anbiedern ist seine Sache nie gewesen. Es macht Freude, durch das Eichstätter Diözesanmuseum zu gehen, weil jeder Raum neu ist und anders, aber jeder zeigt neue Qualität, bis ins Detail. Man spürt, dass den Planern nichts zu gering war, um nicht darüber nachzudenken. Man spürt die ernste Auseinandersetzung für jede Figur, für jeden ausgestellten Gegenstand, für jede Raumsituation ist ein eigener Sockel, eine eigene kostbare und sehr individuelle Präsentation entworfen worden. Das Licht, die Lichtführung ist wichtig in Schattners umgebauten Häusern. Hier hat man sich mit dem Problem auseinandergesetzt, wie kann man die aus konservatorischen Gründen nötige Abmilderung des Tageslichts erreichen, ohne dem Raum die Fenster ganz zu rauben, wie das leider üblicherweise in Museen geschieht. Ein einfacher, schwenkbarer Metallrahmen, mit Rupfen bespannt, tut hier den Dienst. Und trotzdem ahnt man, sieht man noch das alte Fenster mit seiner kostbaren Sprossenteilung. Das Licht im Raum, das geführte Licht und die wichtige Harmonie von Raum und Öffnung, die sind erhalten geblieben. Der Halbkreis, den die schwere Tresortür beim Öffnen und Schließen schlägt, ist in das Pflaster übertragen, ein nobler, wichtiger Eingang in die Schatzkammer des Eichstätter Diözesanmuseums. Hier im letzten Raum des kurzen Rundgangs, am Höhepunkt der Sammlung, wo die kostbarsten der uralten heiligen Geräte des Bistums aufgestellt wurden. Hier wechselt auch der Boden in kostbaren weißen Marmor, der zwischen schwarzen Stahlbändern verlegt ist. Schwarze Wand und weißer Boden. Ohne aufzutrumpfen, ist eine feierliche, ernst-sakrale Atmosphäre entstanden, gesteigert durch das indirekte Licht. Beneidenswerterweise trifft im Amt des Diözesanbaumeisters noch die ganze Welt der Aufgaben des alten Architekten früherer Jahrhunderte zusammen, die mehr gestalten konnten als nur Bauherrnmodelle auf Papier. Karl Josef Schattner genießt das auch, an einem Ort nur zu bauen. Sein ganzes Werk ist nur im Umkreis des abseitigen kleinen Eichstätt gelegen. Und trotzdem haben ihn alle ganz großen internationalen Architekturzeitschriften entdeckt, wartet man in Japan und in England und Amerika auf Neues aus Eichstätt. Ist Schattner der schon fast am meisten mit Architekturpreisen dekorierte deutsche Architekt. Ein Studentenzentrum mit einer kleinen Hauskapelle zeigt seine Sorgfalt auch im eher beiläufigen Aufgaben. Mit gestalterisch fast spartanischen Mitteln ist hier der Ernst eines Kirchenraums entstanden, im Grunde nur durch Lichtführung und das Freistellen des Bruchsteinmauerwerks eines Stücks der alten Stadtmauer von Eichstätt. Und der Bildhauer Blasius Gerg aus Glonn, mit dem Schattner seit Jahren zusammenarbeitet, kann mit der gleichen Disziplin und Knappheit den Ernst des Altartischs und der heiligen Geräte zum Sprechen bringen. Das Team um Schattner ist aufeinander eingespielt seit Jahren. Architekten, Statiker, Handwerker, Bauarbeiter, Bildhauer. Dieses lange Vertrauen, dieses Miteinanderlernen, Planen hat eine Qualitätsstufe möglich gemacht, die im Alltag des normalen Bauens offensichtlich unerreichbar geworden ist. Umbau des ehemaligen bischöflichen Rossstalles zur Wohnung des Bischofs. Man lernt in Eichstätt alte Häuser mit anderen Augen sehen. Auf einmal sind sie nicht mehr nur Fassade, Reliquien einer anderen Zeit. Auf einmal werden sie benutzt, erlebt als Architektur, mit der man lebt, sehr selbstverständlich und sehr nah und auch sehr wichtig. Sie sind in diese Barockstruktur, ja,
also eingebrochen fast. Jedenfalls mussten sie mit diesen Dingen zurechtkommen. Wie, ja, wie, was für Voraussetzungen hat man denn da? Es ist ja ein Problem, das 100.000 Mal schiefgegangen ist. Und Sie sind einer der ganz wenigen, die da mit der Wünschelrute fast sensibel genug hereingegangen sind und nichts zerstört haben. Ja, ich meine, es war eine Gratwanderung, wenn man so will, und es ist heute noch eine Gratwanderung. Jedes Mal, wenn man an eine neue Sache herangeht, ganz abgesehen, dass ja einen immer diese existenzielle Angst beim Machen befällt, das wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen, kommt dann das Problem, dass man plötzlich vor etwas steht und dazu was hinzufügen soll. Aber das ist ja ein Problem, das es eigentlich in der Architektur immer gibt. Ich glaube, man baut ja nie ohne irgendeine Umgebung, ob das nun ein Hang ist, ein Baum oder ein Gebäude, es ist immer irgend schon mal was da. Und es wird, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich dann hier gewonnen habe, aus diesem einen, was schon da ist und dem Neuen, was man hinzufügt, plötzlich etwas gemeinsam Neues. Also ich weiß nicht, wer das war, ich glaube Klee oder irgendjemand hat gesagt, wenn man einem Rot ein Grün hinzufügt, wird aus dem Rot ein anderes Rot. Und so ist es auch mit den Gebäuden. Und wie gesagt, nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, diese Gratwanderung besteht natürlich darin, dass man erkennen muss, was ist alte Qualität, wie wertvoll ist das Alte, was hat da, was muss unbedingt erhalten werden und was ist neue Qualität. Und die in einen Dialog zueinander zu bringen, das ist die Aufgabe, vor der man steht und die man mal besser und mal schlechter bewältigt. Aber so ein Gebäude, was nun einmal dasteht, also jetzt gerade da drüben wieder, ein Haus mit unglaublich schönen gewölbten Korridoren, mit großen Türen, mit Räumen, die sehr anspruchsvolle Höhen haben und da sollen jetzt auf einmal Studenten drin wohnen, haben es auch getan. Aber irgendwo funktioniert etwas nicht ganz. Da ist ein anderer Anspruch da. Es war eine andere Aufgabe zu erfüllen für den Architekten vor 250 Jahren, als die ihrige heute ist. Wie geht so eine Auseinandersetzung dann vor sich? Wobei ich also immer wieder feststellen muss, dass diese alten Gebäude eine so unerhörte Luft haben, ein solch unerhörtes Volumen haben und über 200 Jahre hinweg immer wieder neue Funktionen haben erfüllen können. Da sieht man eigentlich, dass das Wort vom Funktionalismus nicht ganz stimmt. Im Grunde ist, wenn Luft in einer Sache ist, dann funktioniert es auch für die unterschiedlichsten Dinge. Das sehen wir ja auch an unseren Altbauwohnungen, dass die oft viel besser funktionieren als unsere Neubauwohnungen. Aber das Problem hier war, dass wir auf der einen Seite großteilige Räume für die Freizeit und für den Unterricht und so weiter gebraucht haben und kleinteilige Räume für das Schlafen. Und wir hatten vorher das alles, war das vermischt und wir haben das etwas entzerrt und haben jetzt die unerhörte Chance, im alten Gebäude die großen Räume wieder in ihren Zustand zurückzuführen, mit den Stuckdecken, mit den barocken Türen und so weiter, und die Kleinteiligkeit in das Neue unterzubringen. Es ist zum einen wirtschaftlicher im Betrieb, es ist aber auch vom Raumerlebnis und von der ganzen Situation, wenn die Sanierung mal abgeschlossen ist, das ist eine wahrscheinlich meine letzte Arbeit, die uns über Jahrzehnte jetzt hier noch oder ein Jahrzehnt wahrscheinlich noch beschäftigen wird, dass dann, glaube ich, dass man dann wirklich den Räumen adäquate Lösungen gebracht hat. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis bei der ganzen Renoviererei, dass man versucht, dem alten Gebäude eine sinnvolle, vernünftige Nutzung zu geben. Dieses Denken in Alternativen bei der Nutzung, dazu braucht man den Fachmann. Und da, glaube ich, ist heute manches falsch, dass die Nutzungen, die neuen, einfach vorgegeben werden und dass nicht bei der Aufstellung des Programms eigentlich der Fachmann, also der Architekt, der eben auch räumlich denken kann, schon dabei ist. Ich glaube, da liegt ein großes Problem. Beim Umbau des neuen bischöflichen Seminars wurde am längsten die Frage durchdiskutiert, am Modell und auf Papier, wie nähere ich mich mit dem Neubau, dem alten Baukomplex, wie schließe ich an?
Nach vielen Vorstudien, es wandert viel in den Papierkorb, sagt Schattner nicht ohne Stolz, entschied man sich für einen quadratischen Hof, der mit zwei gläsernen Brückengalerien den Übergang aus dem Altbau in die neuen, versetzten, niedrigeren Geschosse ermöglicht. In der Mitte ein auf die Spitze gestelltes Quadrat der neuen Hauskapelle. Die Angst einer Auseinandersetzung mit dem Alten, nein, das Büro Schattner kennt den Griff in die Trickkiste nicht. Barockimitation, das Neue so anzukleben, dass man es nicht merkt, nein, man muss es merken, das ist ganz einfach eine moralische Frage. Ich könnte auch barock zaubern, aber ich mag nicht, sagt Schattner, und er spricht für alle seine Mitarbeiter. Auf welch billige und schäbige Lügen haben wir uns in den letzten Jahren eingelassen, wie viel trübsinniger Schwindel, wie viel Potjomkinsche Postkartenkulisse hat uns inzwischen den klaren Blick für das Echte schon fast verstellt. Alles ist zu haben, von Romanik bis zum Jugendstil, ein vergilbtes Foto, ein schlechter alter Kupferstich genügen, um für die Kopie der Kopie heute den Beifall einer Mehrheit zu finden. Das Alte ist so ungefährlich und so fürchterlich schon abgesichert. Schattner sagt dazu nur achselzuckend, das ist eine fantastische Arbeit für die Leute von Geisel-Gasteig, mir fiele dazu nichts ein. Und das Wort Denkmalschutz klingt etwas dissonant in seinen Ohren. Bauen an einem einzigen Ort, das ist ungewöhnlich geworden heute, wo Architekten reisen wie die Opernstars und an der Baustelle mit dem Flugzeug vorüberkommen. Schattner genießt es, sich nicht ausweichen zu können, sich und seinen Ideen vor 5, vor 10, vor 20 Jahren nicht. Man sollte sich als Architekt die Zeit nehmen, die Fehler anzusehen, die man gemacht hat, sagt er. Man kann nirgends besser lernen. Und nicht zu viel bauen, ist die andere Devise. Er hat kein Streckengeschäft vorzuweisen wie andere Erfolgreiche. Er verdient weniger, aber er hat mehr Freude. Sie haben auch das ganz große Glück, dass Sie sehr viele öffentliche Bauten gebaut haben, die also doch irgendwie ein gewisses Volumen möglich machen. Liegt es auch am Bauherrn? Spielt der immer mit? Werden Sie da verstanden? Haben Sie freie Hand? Freie Hand, das würde ich nicht sagen. Aber wir haben einen Bauherrn, der erstens eine ziemliche Kontinuität hat, der vor allen Dingen nicht nur quantitative Maßstäbe, sondern auch qualitative Maßstäbe hat und der drittens, was ich eigentlich das Wichtigste finde, einer intellektuellen Begründung zugänglich ist. Und diese drei Dinge finde ich, also jetzt als Architekt gesprochen, hier ideal verwirklicht. Das haben Sie eigentlich in einer sonstigen, heutigen gesellschaftlichen Gruppe, finden Sie das kaum vor. Oder wüssten Sie eine? Wir haben ja sehr viele Staatsbauten, aber offenbar ist der Staat eben doch sehr anonym. Das ist das Problem. Aber beim Staat würde ich sagen, dass die Anonymität die große Schwierigkeit ist, dass eigentlich der Bauherr natürlich schon auch eine Wichtigkeit ist. Und jeder Bauherr kriegt auch natürlich das Gebäude, das er verdient. Das ist ja auch ein alter Spruch unter Architekten. Das ist also nicht, das hängt nicht nur am Architekten. Ich meine, jede Architektur, hat ein Kollege zu mir gesagt, ist so gut, wie man mich bauen lässt und nicht so gut, wie ich bin. Der Umbau des sogenannten Ulmer Hofes zu einer Bibliothek der Theologischen Fakultät, das ist ein aufregendes und geistreiches Kapitel Architekturgeschichte geworden. Es war ein freier, offener Hof, auf den einmal ein Arkadengang geführt hatte. Beim Entkernen stieß man auf die eingemauerten toskanischen Säulen, die sich schon in der Barockzeit als zu schwach erwiesen hatten und sich neigten. So hat man damals schnell die Last mit einer Mauer aufgefangen. In diesen Hof wurden 5 mächtige Stahldecks für Bücher eingefahren. Schattner und seine Mitarbeiter hatten tatsächlich die Idee von einem Schiff, also auch hier wieder das lockere Anlegen des neu hinzugekommenen zum Alten. Die vermauerten Arkaden wurden wieder geöffnet und mussten mit einer Stahlkonstruktion
gestützt werden. Auch diese Stützung wird ganz deutlich gezeigt, ist Form, genauso wie die in den Boden eingesenkten zwei rechteckigen Mulden mit den Arbeitsplätzen. Der weite Hof wurde mit einer leichten Eisenkonstruktion überdacht, die wieder deutlich macht, hier ist etwas geschlossen worden, was einmal Außenraum war. Ein Hof, nicht Zimmer und nicht Saal. Das Tageslicht fällt breit herein, weil diese Decke an den Seiten lediglich verglast ist, nicht voll an die Wände anschließt, um das neu improvisierte voll zu zeigen. Das Tageslicht fällt auf die ehemaligen Wände des Hofes. Umgang mit alten Bauten, das endlose Wechselspiel der Nutzung, das Auf- und Abtreten von neuen Nutzern und Bewohnern. Bei Schattners Umbauten in Eichstätt lässt sich Geschichte spüren, ablesen, erfahren, in Schritten, erleben mit dem ganzen Körper. Das Spiel alte Außenwand, neue Innenwand ist durch Malereien zur ironischen Verfremdung gesteigert. Bringt auch manchen Witz der Architekten gegen den Denkmalschutz und gegen seine Beamten. Wo da die Fronten laufen, braucht hier nicht ausgespielt zu werden. Hier steht ein Architekt von heute im Kampf mit Menschen, die sich nur auf den Befund von gestern verlassen wollen und die Dynamik der Geschichte oft zum Stillstand bringen. Was Karl Josef Schattner und seine Mitarbeiter in Eichstätt zeigen, ist die wohltuende Erfahrung, dass auch wir etwas zu sagen hätten. Dass Qualität von gestern zur Qualität von heute passt. Wie sie immer zusammenpassten, quer durch die Jahrhunderte. Dass die Herausforderung aber so selten angenommen wird und so oft misslingt. Das ist freilich eine andere Frage.